Hallihallo, meine Lieben. Da bin ich wieder mal. Ich bin Gerlinde Fahrer und ich habe hier zu Nendlen einen kleinen Shop eingerichtet. Ich zeige euch immer wieder ein paar neue Kombinationen, die ich hier zusammengestellt habe. Ich habe auch zwei Puppen. Die kleine hat die Kleidergröße 36-38 und das ist die grössere. Sie trägt 44-46. Dann fangen wir gleich mit ihr an. Sie hat ein wunderschönes Kleidchen an, längs gestreifelt, mit schön breiten Trägern, also so mal ein BH darunter Platz hat. Und das ist so glockenmäßig geschnittenes Kleidchen. Kann man mit der Kleidergröße 44 bis etwa 48 tragen. Und den anderen da. Das herzige Käppi dazu. Und ein hübsches Halskettchen. Schmuck müsst ihr in den nächsten 2 Wochen ungefähr wieder neue kriegen. Und jetzt gehen wir zu dem wunderschönen Jumpsuit. Der ist in der Kleidergröße 36 bis etwa 40 zum Tragen. Die Taille hat er das Gürtel und hat dort noch ein Gummizügel. Und das hat auch so einen tollen Wasserfallausschnitt. Finde ich immer so schön. Ist richtig halt einmal etwas anderes. Dazu hat die tolle Halskette. Und der Stoff, der ist ganz, ganz leicht. Also da merkst du kaum, dass du etwas anhast. Und dazu hat die Plateausandalen. Die haben jetzt nur noch im 38 da. Und wenn ihr etwas wollt, probieren könnt oder einfach güchseln, machen Sie einen ungenierten Termin bei mir. Entweder geht da Antwort geben oder rufen Sie mir an auf 078 759 58 46. Weiter geht's mit dem wunderschönen Jumpsuit. Den habe ich übrigens auch noch in Altrosé. Und dazu her die coole Handtasche. Und wenn wir jetzt den Jumpsuit, die Hosen recht anschauen, die ist auf der Seite offen. Und sie hat darunter eine kurze Hose. Also man ist schon gehörig angezogen damit. Da haben wir Gummizügel. Ist ein ganz tolles Teil. Und den kann man in der Kleidergröße 36 bis etwa 40 tragen. Und jetzt gehen wir zu dem tollen, wunderschöner weißer Kleid. Das ist jetzt komisch, dass das auf so rosa aussieht. Ist wirklich ein weißes Kleid. Jetzt kurz. Spässige Sache. Also, das wunderschöne weiße Kleid ist 100% Baumwolle. Hat hier 2 Taschen. Und geht etwa ein bisschen weiter über die Knie. Es hat hier ganz ein feines Muster drin. Ja, also muss man es sehen. Jawohl. Und das Kleid kann man in der Kleidergröße 42 bis etwa 46 ganz gut tragen. Du hast einfach probieren können, ungeniert. Weiter geht es natürlich auch wieder sommerlich. Da haben wir ganz eine wunderschöne Kombination von einem sehr leichten T-Shirt, wo auch ein Hoodie ist. Und da die lustige Tasche. Kurzarm. Es ist recht ein leichtes, wirklich ein leichtes T-Shirt. Und dann habe ich da also eine ganz tolle Perlehose. Die Hose ist ganz ein feiner Stoff. Er ist auch sehr elastisch. Da haben wir jetzt die Hose noch ein bisschen aufgekrempelt. Kann man natürlich auch anhalten. Also ja, wie es einem dann halt besser gefällt und wie man sich dann wohler fühlt. Hat auch wieder eine Kordel und einen Gummizug und da die praktische Hosensäcke. Und die Kombination lässt sich zwischen 36 und 42 tragen. Und da habe ich ein ganz tolles Hängerle. Das ist in Koralle. Ist ab der Kleidergröße 44,
bis garantiert 52 zum Tragen. Und das ist ganz, ganz ein hübsches Batikkleidchen. Jetzt zeige ich euch nämlich noch den wunderschönen Rucker. Ist das nicht cool? Wirklich schön. Und das Kleid habe ich jetzt einfach auch noch in verschiedenen Farben. Aber halt jedes Teil, jede Farbe nur einmal. So, meine Lieben. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das an mir aussieht. Ich habe jetzt hier so eine wunderschöne Beduinenhose an. Die ist knallorange. Hat auch Gummizug. Sehr bequem. Also so etwas Feines. Das kann ihr euch fast nicht vorstellen. Und dazu her das wunderschöne T-Shirt mit dem wunderschönen traditionellen Pulli. Wie kann es auch anders sein? Die Hose kann man sicher bis zum 42 tragen, natürlich auch mit einem 36. Und das T-Shirt, ja, 42, vielleicht sogar 44. Also, ich freue mich auf euch, meldet euch bei mir und ja. Bis bald. Tschüss. Weiter geht es natürlich auch wieder sommerlich. Da haben wir ein ganz schönes, leichtes Sommertop. Das ist schon Seide Viskose gemischt. Ganz leichtes Teil. Da ist es natürlich durchsichtig und darunter ist es gefüttert. Also gefüttert ist es noch gerade von da weg. Dann haben wir hier einen wunderschönen Rock angezogen mit dem Gürtel und dem Gummizügel. Und dann hat es hier sogar Säckle auf Beidseite. Das ist ein wunderschöner langer Rock im Batik. Ganz etwas Schönes. Und auch ganz, ganz leicht. Also der fällt hier wunderbar. Die Kombination kann man zwischen 36 und etwa 40 tragen. Halt einfach probieren kann, ganz ungeniert. Und jetzt gehen wir zu der größeren Puppe. Sie hat da die tolle Turnschuhe mit den Luftballonen auf dem T-Shirt. Und dazu die bunte Hose. Und die Kombination, die passt ab 44 bis 48, würde ich sagen. Da müsste sie sicher gehen. Jetzt habe ich euch die Kombination zusammengestellt. Das wunderschöne Kleid, also ich finde das ein Traum. Echt super. Da auf der Seite hat es noch ein Gummisatz. Das ist so cool geschnitten. Ja, also da gefällt mir echt. Da muss ich nachher mal selber drin schlüpfen. Schön mit den Ärmeln. Einfach, ja. Ich finde das ein ganz tolles Teil. Ja, Gott höre schwärmen. Also, das tolle Kleid, das kann man, soll ich jetzt sagen, 44, 46. Größer dort ist nicht anlegen. Sonst haben wir zu viel Spannung drin und macht sich nicht so. Also, ihr könnt es gerne probieren, aber auf jeden Fall probieren wir es. Zuher habe ich coole Stiefelchen hier, mal etwas anderes. Die haben jetzt nur noch im 38, das sind die letzten Stiefel, also ein paar Stiefelchen habe ich noch, aber von den roten sind das jetzt definitiv die letzten. Und dann haben wir da ein ganz leichtes, ist zwar ein Langarm, aber sehr sehr ein leichtes Schörtchen. Und dazu her die Beduinenhose. Sehr, sehr bequem. Kennen wir. Wer sie kennt, der liebt sie. Und zu Herren haben wir jetzt mal die Turnschuhe. Die habe ich noch im 39. Und das Shirtli und die Beduinenhose, also das Shirtli geht sicher bis zum 42. Und Beduinenhose denke ich auch. Eben, wie gesagt, kommen Sie gut probieren, melden euch kurz, wir machen einen Termin aus. Und ich freue mich schon riesig auf euch. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei den letzten Kombinationen angekommen. Also, dann fangen wir jetzt einmal
wieder mit der kleinen Puppe an. Sie hat also einen wunderschönen Feinstrick-Pulli an. Ein Pulloverli. Richtig ein tolles, feines Teil. Sie sind so ganz, ja, ist ein bisschen arme. Im V-Ausschnitt, im Regenbogenfarbe. Das fühlt sich auch wunderbar an. Also. Oh la la. Dazu her die super bequem Hose mit Gummizug, mit der Kordel und mit diesen feinen, praktischen Hosensäcken. Und dann ist aufgesetzt die Hosensack. Also, der Hosensack ist echt, aber der Reissverschluss ist noch so aufgesetzt. Ja, und dazu her die letzten Turnschuhe. Im Moment, ja, die Schuhe gehen wir im Moment aus, aber es hat so lange gesehen. Und wenn ihr ja wisst, es sind alles Einzelstücke, die ich euch da zeige. Und ja, eben wie gesagt, der schneller ist der geschwinder. Da habe ich noch das wunderschöne Hängerle. Das ist der Hund noch leicht abgestuft. Das ist jetzt der Hintergrund rosa mit der blauen Blume. Und das gleiche haben wir mit der blauen Blume, aber fast ein weißer Hintergrund. Jetzt haben wir das Zimmer hängen. Und dann sieht man den Unterschied wirklich gut. Die Kleidle, die kann man sehr gut bis Kleidergröße 50 tragen. Sie haben noch ganz ein kleines Ärmel. Das haben ja die meisten haben es gern, ich persönlich auch, also einfach, ja, dass die Arme ein bisschen dick sind. Ja, meine Lieben, das wär's gewesen für diesmal. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit meinen weiteren Videos und kommt doch einfach vorbei. Ungeniert einfach einen Funk geben und probieren, gut durchstöbern. Also, bis bald!